meine liebe Christiane und du, mein lieber zukünftiger Großneffe. Die Familien Träubner, Hofdahl und Haslinger sind heute zusammengekommen, um eure Verlobung zu feiern. Es hieße Eulen nach Athen oder besser gesagt Wein nach Grinzing tragen. Wein nach Grinzing. Wollte man angesichts eurer Liebe von eurer Liebe sprechen. Du, meine liebe Christiane, die du dir schon einen Namen als Pianistin in der Welt gemacht hast, und du, mein lieber zukünftiger Großneffe. Aber nein, Ricky, ich habe euch eingeladen und rechtzeitig, das ist nur eine Ausrede. Ja, natürlich findet die Verlobung im Parkhotel statt, die Braut wohnt ja hier. Ist doch eine Pianistin, die reist, nicht? Jetzt wohnt sie. Ja, sie ist ein liebes Mädel, ein sehr nettes, liebes, hübsches Mädel. Man könnte sagen, sie ist schön und intelligent. Also für eine Frau fast zu intelligent. Na, ich mag keine intelligenten Frauen, so wie du, das ist gerade richtig. Na, geh, du musst doch meinen Humor schon kennen, ne? Ja, ich werde es in Friede ausrichten, allerdings wäre es netter gewesen, ich wäre jetzt hierher gekommen, nicht? Von Salzburg nach Wien ist ja nicht so weit. Ja, ja, na ja, Familie ist da, aber ja, von ihr, eine Menge Familie. Meistens sind zwischen 90 und 110. Ein Onkel schaut aus, wie wenn er den Napoleon bei seinem Einzug schon begrüßt hätte. Christiane ist viel zu bescheiden. Sie hat ja schon jetzt eine sehr nette Karriere als Pianistin gemacht, aber in ein paar Jahren würde ja die ganze Welt offen stehen. Oh, in ein paar Jahren haben wir hoffentlich Kinder. Das entschädigt Sie vielleicht für die entgangene Karriere. Hoffentlich verstehen Sie mich nicht falsch, mein lieber Freund. Erstens bin ich kein Manager im herkömmlichen Sinn und dann bin ich ja Christianes Onkel. Sie war ja erst 12 Jahre alt, als dieses entsetzliche Unglück mit ihren Eltern geschah. Ich habe mich immer um sie gekümmert. Und so hatte ich schon frühzeitig das Glück, ihre enorme Begabung in einem... Entschuldigung, störe ich vielleicht? Aber keine Spur. Ich wollte nur sagen, die Tante Ricky hat angerufen, sie lässt dir gratulieren. Und deiner Braut natürlich auch. Ja, warum ist sie nicht gekommen? Angeblich haben wir sie zu spät eingeladen. Aber das ist doch nicht wahr. Also wenn du mich fragst, ist sie eingeschnappt, weil du nicht diese kleine Wurf genommen hast, die sie dir ausgesucht hat, nicht? Sondern dass du dir selber eine Braut gesucht hast. Noch dazu verlobt sich der zweimal in einem Jahr. Ach so. Bitte? Sie entschuldigen, bitte. Ja. Wir sehen uns ja noch nicht. Ja, mal. Lass dich nicht vermeiden. Komm, bitte. Wer ist das überhaupt? Der Manager von der Chris, ein entfernter Onkel. Hier gibt's ja nur entfernte Onkel, ne? Na ja, Tanten auch. Ich meine, wie weit die entfernt sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Eine überaltete Familie. Ja. Da ist schon wieder ein Onkel. Aha, habe ich was zu tun. Ne? Ja. Ja, ich habe zu tun. Ich will. Ja, also, mein lieber... Alfred. Ah ja. Ja, Haslinger. Aber Freddy werde ich gerufen, Onkel. Jetzt fällt mir dein Name nicht ein. Nein, ich will nicht sagen, ich rate. Das heißt, ich möchte selber drauf kommen. Ist Onkel Theodor. Nein, Egon. Auch gut. Bisschen viel Familie, nicht wahr? Allerdings ein wenig einseitig. Nur meine. Ah ja, tut, da fällt mir ein. Meine Schwester Ricky hat angerufen. Sie lässt sich entschuldigen. Sie konnte leider nicht kommen, weil sie... Jetzt habe ich vergessen, was die für Ausrede gebraucht hat. Dabei hat der Freddy doch so viel Familie erzählt. Was, der Freddy? Das ist mir neu. Wie kommst du denn darauf? Ich habe über einen Menschen noch nie so viel erfahren wie über dich. Was tut denn Freddy? Oh, jetzt ist mir aber peinlich. Du musst nicht alles glauben, was der Freddy sagt. Hm? Er sagt dir nur Gutes über dich. Ja, genauso wie er mir nur Gutes über dich sagt. Das ist ein Prachtbursche, der Freddy. Oder ein großer Lügner. Ja, ob er lügt, das weiß ich noch nicht. Aber er verschweigt gelegentlich gern etwas. Wieso? Ja, zum Beispiel, dass er schon einmal verlobt war. Ich habe es eben erst erfahren. Ach so, da hat der Manager-Onkel getratscht, dass die Leute nichts für sich behalten können. Ja, der Freddy schon. Naja, also ich weiß nicht, ob das unter Verlobten üblich ist, dass man sich gleich erzählt, wie oft man früher verlobt war. Aber der Freddy war nur einmal verlobt mit dieser Margot und das war ein Irrtum. Und wann hat sich diese irrtümliche Verlobung abgespielt? Vor 6 Monaten. Und hat er die Verlobung gelöst? Nein, Sie, damit wir uns richtig verstehen, Chris, und kein Irrtum geschieht, der Freddy verlobt sich nicht so leicht, wie du das vielleicht glaubst. Er war wirklich nur mit dieser Margot verlobt und mit dir natürlich. Das ist seine zweite Verlobung. Und meine erste. Glaubst du, Freddy, dass unsere Verlobung auch die letzte ist? Hm? Was heißt denn das? Na, der Manager-Onkel hat getratscht, dass du schon einmal verlobt warst. Na und, das ist doch kein Thema für heute, Chris. Bei einer endgültigen Verlobung spricht man doch nicht von einer missglückten. Endgültig ist sehr nett, Freddy. Und sehr wahr.
Ihr habt ja von der Margot nichts erzählt, weil ich es nicht für wichtig hielt. Sprechen Sie weiter, mein Herr. Sie interessieren mich maßlos. Das ist meine Absicht, Gnädigste, denn ich liebe Sie maßlos. Ja, das ist der Moment, wo ein maßlos diskreter Vater sich zurückzieht. Das ist gar nicht notwendig. Wir sind ja ohnehin keine Sekunde allein. Deine Familie hat sich entschlossen, unsere Verlobung zu feiern. Was die so feiern nennt. Also ich schlage vor, wir schicken die betagten Familienmitglieder ins Bett und gehen woanders hin feiern. Du kannst mitkommen. Bist du ja noch ein junger Bub. Verstehe ich immer nicht, warum du nicht mitkommst. Ich tue eben nicht so einen Schritt ins Ungewisse. Ungewisses? Ich bin doch nichts Ungewisses und Australien erst recht. Aber leider, du bist direkt altmodisch. Ich bin eben so erzogen worden. Meine Eltern haben zweimal ein bisschen Geld verloren und sind vor dem Nichts gestanden. Mein Vater versteht heute noch nicht, dass ich als Fotomodell und Mannequin mehr verdiene, als er je verdient hat. Und immer wieder predigen sie mir Sicherheit, Sicherheit. Und ich lebe ja auch gern ruhig und sicher. Und nicht als Pionier in Australien. Pionier, das ist ja lächerlich. Ich habe da mal ein sicheres Geschäft. Und du als Modell und als Mannequin brauchst nicht einmal Sprachkenntnisse. Zur Hochzeit komme ich rüber, Franzl. Freilich wäre es mir lieber, wir täten hier heiraten und auch hier bleiben. Das wäre sicherer. Du bist ja kein Mädel, du bist ein Sicherheitsventil. Franz. Also, aber Moment, du trinkst aber heute sehr viel, Papa. Na und, geht dir das was an? Jeder, wie er will und wie er kann. Ne? Der eine, der verlobt sich und der andere, der betrinkt sich. Und ich mache nicht einmal Letzteres. Wie scheint der Herr Papa als neidisch? Was neidisch? Ich? Ja. Wieso, junger Franz? Ja, neid der besitzlosen Klasse. Der Freddy hat eine Braut, ich hab die Henny. Und was haben Sie? Ein Durst. Prost. Ich schlag vor, wir suchen für den Papa eine Braut. Der sucht sich schon selber eine, wenn er Bedarf hat. Mein Vater ist ein alter Sucher. Nur heiraten will das Bürscherl nicht. Was der für ein Blödsinn, ne? Schau, Christel, ich bin doch nicht blöd. Nein, ne? Aber in der Liebe wird selbst der gescheiteste Mann. Ich habe nicht von Liebe gesprochen, sondern vom Heiraten. Nicht? Und die Sache ist ganz einfach. Eine Alte, die zu mir passt, die mag ich nicht. Und eine Junge, die mir gefallen könnte, die mag mich nicht. Da bin ich gar nicht so sicher, Papa. Ich auch nicht. Im Gegenteil, ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass eine Junge... Moment mal, bist du am Ende dabei, dem Herrn Hasling einen Antrag zu machen? Nur als Rückversicherung, falls du mich stehen lässt. Ich lass dich stehen. Herr Haslinger, was geben Sie mir für die Henny? Nix. Gehört schon Ihnen. Alter Witz. Du wärst gar nicht glücklich bei meinem Vater. Der ist viel zu sehr verwöhnt. Von den Frauen? Nein, von mir. Na, wird schon Augen machen, wenn ich nicht mehr zu Hause bin, bis ich einmal mit Chris verheiratet bin. Bitte, wenn all Ihre Verträge gelöst sind. Viele Verträge? Doch, ja. Viel mehr als ein Jahr. Aber es ist nur einer dabei, um den es mir halbwegs leid tut. 15 Konzerte in Japan. Mein Gott, Japan. Für Japan, da gebe ich eine Heirat mit dir sofort auf. Ich kann mich nicht daran erinnern, dich jemals zu einer Heirat aufgefordert zu haben. Der Letzte, der das gemacht hat, war der Herr Haslinger, ne? Was, ich? Achso, das muss ich rein vergessen haben. Also, dann darf ich bitten, bevor du meine Stiefmutter geworden bist. Gern, mein lieber Stiefsohn. Aber du benimm dich anständig, ne? Darf ich bitten, Werte sitzen gelassen? Ja, gern. Du hast doch nichts dagegen, Papa. Aber nicht das Geringste. Ich habe nie was gegen Tanzen. Vorausgesetzt, dass ich nicht tanzen muss. Herr Ober. Gibt's ja mal nach. Gehen Sie noch eine Flasche, ja? Sagen Sie mal, Sie haben uns aber vorhin nicht bedient, oder? Nein, ich habe eben erst meinen Dienst angetreten. Noch Mandeln? Ja, auf jeden Fall. So. Hey, die Mary. Na, welche Mary? Ah, die Mary Sedlacek. No, warte. Das ist ja fast dasselbe. Weißt, wir waren hier mit ihr verabredet. Wir haben nicht gewusst, dass wir euch da treffen werden. Du, hoffentlich ist dein Papa nicht böse, wenn sie sich zu uns setzt. Ist doch egal, ob er für 5 oder 6 zahlt von der Steuerstadt, das sowieso. Na dann, komm, tanzen wir zu ihr hin. Ich glaube, sie sieht uns nicht. Oh, dein Papa sitzt aber so böse dort. Der schaut immer so aus wie eine Bulldogge im Dienst. Servus, Mary. Servus. Du, da drüben ist unser Tisch, wo der dicke einzelne Herr sitzt. Den kenne ich doch gar nicht. Aber ich, das ist mein Vater. Stell dich bei Gelegenheit vor. Sehr freundlich. Ja, geh nur hin, er beißt nicht. Aber zahlt alles. Ach, wer ist denn das Mädchen? Auch eine von denen, die dem Freddy nachweisen? Die ausnahmsweise nicht. Die hat er erst vor kurzem kennengelernt. Und da hat er keine Verwendung mehr für weibliche Reize gehabt. Außer für die ihrigen natürlich. Hoffentlich. Dankeschön, sehr. Ich soll mich da zu Ihnen setzen.
Wieso? Ach so, entschuldigen, ich bin nicht allein hier. Ach, Sie glauben? Nein, ich bin kein Animiermädchen. Schaue ich denn so aus? Ich weiß nicht, ich habe noch nie eine... Nein, nein, natürlich schauen Sie nicht so aus. Ich bin eine Freundin von der Henny. Ah ja, die kenne ich auch nicht. Oh ja, da drüben tanzt sie ja mit ihrem Sohn. Den kennen Sie ja. Ja, flüchtig. Entschuldigung, ich habe schon so viel getrunken. Aber bitte, kommen Sie, nehmen Sie doch Platz, gnädige. Bitte ein Glas für den. Ich mache das schon selber, ja? Dankeschön. Nehmen Sie Platz und ich werde... Ja, ich schon dachte, das ist so ein... Schenken Sie auch schön. Ja, also, ja, wollte ich sagen, Prost. Prost. Ja, also, meinen Namen, den wissen Sie ja von meinem Sohn. Offen gestanden, von Ihrem Sohn kenne ich nur den Vornamen. Heißen Sie auch Freddy? Nein, ich heiße Edi. Eduard Haslinger. Und darf ich jetzt Ihren Namen? Mary, genügt Ihnen das? Muss ja wohl, ne? Das scheint ja jetzt so üblich zu sein, nachdem Sie von meinem Sohn auch nur den Vornamen kennen. Naja, das war so, ich habe den Freddy vor 3 Wochen hier kennengelernt, da war er blau. Und dann haben wir uns auf einer Party bei der Pipsi Pollack wieder getroffen, da war ich blau. Und wieso sind wir eben über die Vornamen nicht hinausgekommen? Man stellt sich doch nicht förmlich vor, wenn man blau ist, noch dazu, wenn man Nowotny heißt. Aber der Freddy heißt nicht Nowotny, der heißt Haslinger, so wie ich. Ja, ich heiße Nowotny Chapperl. Pardon. Na, finden Sie, dass Nowotny zu mir passt? Nein, nein. Mary. Nur Mary. Prost, Mary. Prost, Edi. Das gefällt mir. Da fühle ich mich gleich um 20 Minuten jünger. Prost. Prost. Ah, guten Morgen. Na, haben wir einen Kater? Kater ist kein Ausdruck, das ist ein Königstiger. Habe ich denn wirklich so viel getrunken? Noch mehr. Übrigens, du vertragst allerhand. Okay, ich vertrag's eben nicht. Na, Glück, dass ich heute am Abend nach Frankfurt fahre, da kann ich mich im Schlafwagen wenigstens ausschlafen. So lange will ich gar nicht warten, du kannst dich ja noch einmal niederlegen. Okay, jetzt, wo ich 4 Tage nicht ins Geschäft komme. Was war denn noch gestern Abend? Das weißt du gar nicht. Na, der kleinen Mary, da hast du ganz schön einen Hof gemacht. Okay. Selbst gehört, wie du ja gesagt hast, dass dir seit Jahren keine so gut gefallen hat wie sie. Aber geh, okay. Und bei sowas hörst du zu? Alle haben zugehört, du warst ja laut genug. Übrigens, bei der hättest du Chancen. Geh auf, so ein junges Geschöpf. Das hätte mir gerade noch fehlen. Vielleicht fehlt da gerade sowas. Blödsinn. Und jetzt mach ein bisschen. Ja, wir müssen ins Geschäft. Warum? Weil du einen Kater hast, muss ich das Frühstück reinschlingen. Ich kann nichts dafür, dass ich als Vater einen Säufer hab und einen Lüstling. Also, ich sage nur, Frau Herz, der Bub, der schreibt da manchmal Sachen heraus. Wir kennen uns zu Bresel, meine Frau und ich. Ja, die ist ja ganz narrisch nach dem Buben. Ja, und Sie nicht? Na ja, mein Gott. Wie jeder Vater halt, ne? Morgen, Chef. Morgen. Was ist, Herr Nicola? Wann ist er abrede? 9 Uhr. Ah je, da bin ich mich verspätet. Tut mir leid, wissen Sie, mir war halt nicht ganz gut. Ich habe gestern irgendwas gegessen, was nicht in Ordnung war. Entschuldigen Sie. Nehmen Sie Platz, ne? Na, was ist, Frau Herz? Was Besonderes los? Nur ein paar Anrufe, aber im Moment nichts Wichtiges. Der Herr Gutmann möchte Sie sprechen. Nein, der wird mir wieder aufhalten. Er sagt, es ist sehr dringend. Ich bin nicht da. Chefbüro Herz? Ja, ein Moment. Die Kettler vom Empfang, sie lässt sagen, diese Frau Linek ist wieder da. Wer ist die Frau Linek? Diese Bäckermeistersgattin aus Otterkring. Sie will sich beschweren wegen der Couch. Sie war schon 2-mal da. Sie will unbedingt mit Ihnen sprechen. Ja, aber ich nicht mit ihr. So was brauchen Sie mir gar nicht sagen, Frau Herz. Ja, ich bin nicht da. Die Kettler hat schon gesagt, dass Sie da sind. Die Kettler hat auch nur den Kopf dazu, dass man weiß, wo sie den Hut aufsetzen soll. Gib's der Frau das Geld für die Couch zurück und schmeißt es hinaus. Ja, sie will das Geld nicht. Sie sagt, sie hat selber Geld genug. Sie will sich beschweren, und zwar bei Ihnen persönlich. Ausgeschlossen. Ich bin dafür, dass wir diese Frau warten lassen, bis es ihr zu blöd wird. Ja, oder mir. Auf das geht's nämlich hinaus, Frau Herz. Sie glauben, dass es mir zu blöd wird, ja? Nehmen Sie zur Kenntnis, ich werde diese Bäckermeistersgattin aus Otterkring nicht empfangen. Bitte, Herr Chef. Anni? Ja, der Chef lässt Frau Linek herzlich bitten, erst in einer Konferenz. Sie lässt sagen, sie wartet, bis sie frei sind. Ja, sie warten. Wenn ich bis nächste Woche nicht frei bin, wird es mir. Ja, es wird sehr schwer sein, aber er wird sich bemühen. Bitte. Also, Herr Nicola. Es handelt sich um das leidige Überstundenproblem. Ja. Schauen Sie, Herr Nicola.
Die Überstunden müssen doch gemacht werden. Ja, das sagt sich leicht. Schauen Sie, Sie wissen doch selber am besten, wie wir im Druck sind mit diesen Hotelmöbeln. Ich weiß. Aber die Arbeitszeitgesetze sind nicht gemacht. Immer kommen Sie mal damit. Dann sagen Sie mal einen Ausweg. Weiß keinen. Na, große Hilfe. Schauen Sie, Sie müssen doch selber einsehen. Herr Chef, ich sehe alles ein. Aber als Betriebsrat muss ich zuerst das Gesetz respektieren. Und dann vor allem die Wünsche der Kollegen. Schauen Sie, Chef, wenn die Leute am Freitag ins Lohnsackerl schauen, dann haben sie mitsamt den Überstunden nicht viel mehr drin, wie wenn es keine machen. Na ja, schön, aber es handelt sich doch nur um diesen einen Monat. Entschuldigung, Herr Chef, das kenne ich. Es handelt sich um diesen Monat, es handelt sich um den nächsten Monat, aber um den vorigen hat es sich auch gehandelt. Guten Morgen. Störe ich? Ja, aber Sie wollten ja mit mir reden. Warten Sie einen Moment. Herr Nicola, bitte. Gehen Sie vielleicht zu meinem Sohn hinüber und besprechen Sie mit ihm. Das vielleicht findet ihr gemeinsam einen Ausweg. Sehr ein bisschen schwarz. Na, gehen Sie. Ne? Verstehen Sie nicht herum, setzen Sie sich nieder. Ne? Ich wollte Ihnen nur etwas mitteilen. Ja? Teilen Sie mit, aber rasch bitte, ich bin in Eile. Wie immer. Jetzt kenne ich Sie fast 30 Jahre, Herr Haslinger. Und ich erinnere mich. Bitte keine Reminiszenzen. Was ist los? Nichts Erfreuliches. Natürlich nicht. Wie Sie wissen, ist schon lange bei uns eine Betriebsprüfung vom Finanzamt fällig. Und ich habe seinerzeit bei der Finanzlandesdirektion den Hofrat... Herr Gutmann, Sie erzählen mir schon wieder, was ich sowieso schon weiß. Ich nehme an, jetzt kriegen wir die Betriebsprüfung. Ja. Der Prüfer hat gestern angerufen, dass er heute Nachmittag kommt. Ich habe mich natürlich sofort erkundigt, ein gewisser Dr. Zuleger, er ist einer der unangenehmsten. Und Sie wissen ja, Herr Haslinger, da kann man noch so genau sein, wenn einer etwas finden will, dann findet er auch etwas. Sehen Sie, und das wollte ich Ihnen nur sagen. Damit ich auch erfreut habe, ne? Ist doch nicht mehr zu ändern, oder? Nein, leider nicht. Also, warum erzählen Sie mir dann sowas, ne? Ich meine, das hätten Sie mir auch später erzählen können, nicht? Zum Beispiel, wenn ich von der Reise zurückkomme. Also, Herr Gutmann, allen Ernstes, ja? Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann erzählen Sie mir bitte etwas Angenehmes, ja? Habe die Ehre. Ja. Mit Ihnen ist es wirklich nicht leicht, Herr Haslinger. Das habe ich Ihnen ja nicht versprochen. Aber glauben Sie mir, es gibt ärgere Chefs, als ich bin. Das weiß ich ja. Viel ärgere. Weiß Gott, viel ärgere. Ich empfehle mich. Was ist, Frau Herz? Was stehen Sie herum, wie wenn Sie sämtliche Sorgen der Welt hätten? Es ist wegen dieser Frau Linek, der Bäckermeisterin. Ich glaube, Sie sollten sie doch empfangen. So, glauben Sie. Haben Sie mich wieder hereingelegt. Naja, Sie geben ja sowieso keine Ruhe, bis ich es gemacht habe. Also lassen Sie die Frau fuhren. Nach Frankfurt, eine Menge zu tun, aber Sie haben ja immer so aparte Geschäfte für mich. Kunde ist Kunde. So etwas spricht sich herum. Aber kind's. Ich bin die Linek. Ja. Die Linek aus Otterkring, aber das wissen Sie sowieso. Ja. Bäckermeistersgattin und Bäckermeister bin ich selber, damit man nichts reinreden kann. Aber das steht ja jetzt nicht zur Debatte. Sieh, ich bin jetzt eine geschlagene Stunde. Schauen Sie, ich habe keine Zeit. Ich auch nicht, aber wir haben es genommen. Und Sie werden es sich auch nehmen. Das ist nämlich nötig, damit ich Ihnen klar und deutlich mache, was für einen Schmarrn mir Ihre Wertefirma geliefert hat. Schauen Sie, liebe Frau. Ich bin keine liebe Frau. Das habe ich schon bemerkt. Ich bin die Frau Linek und die Bäckerei Linek ist 1898 gegründet und ich... Also Sie hätte ich für jünger gehalten. Ach so. Sie wollen sie lustig machen über mich? Na, da kann ja was sehr unangenehm werden. Mit Rechtsanwalt und Gericht. Und was dann in der Zeitung über Ihre werte Firma steht, das können Sie sich an Ihre 12 Finger ablesen. Zuerst liefern Sie mir einen Bofel sondergleichen. Eine sogenannte Couch, die fast nicht einmal ein Divan ist, wo einen die Federn in den Rücken stechen. Dass man glaubt, man ist ein ägyptischer Fakir oder was. Und dann lassen Sie mich noch stundenlang warten und für Antritscht verkaufen. Da wäre Ihnen aber was erzählen. Sie Oberchef mit der Wampen. Was ist denn da los? Also mischen Sie sich nicht hinein, wenn eine Kunde mit dem Chef redet. Na, pardon, also hier bin ich sozusagen auch ein bisschen Chef. Ich bin der Sohn, Haslinger Junior. Ach so? Ich hab gedacht, nur der da. Sie Frau, wer gibt Ihnen einen Theater ab? Ja, und wer gibt Ihnen eine Sie Frau? Ja. Ich bin die Frau Linek. Ja, Sie, Linek? Am Ende die Chefin von der Bäckerei Linek in Otterkring? Was? Die kennen Sie? Na, wer nicht? Ich komme leider viel zu selten in Ihre Gegend, aber wenn ich vorbeikomme, irgendetwas kaufe ich mir immer. Entweder ein delikates Mohnstritzerl oder eine Topfengulatschen. Ja, das sind unsere Spezialitäten. Das hat mein Mann von mir gelernt. Bravo! Also da kann ich nur sagen, bravo.
Ja, es ist zu dumm, dass wir gerade Ihnen so einen Pofel von einer Bibliothekswand geliefert haben. Couch, bitte, es ist eine Couch. Aber Pofel ist das Mindeste. Das habe ich vorhin auch gesagt. Die Federn stehen heraus, ein Haxen ist kürzer, man liegt wie auf der schiefen Ebene von Pisa. Na, so etwas, na, das werden wir gleich haben. Nehmen Sie inzwischen Platz, nehmen Sie mal ein bisschen. Geht einen Augenblick, ja, bitte. Was ist denn? Also, wir haben doch nicht so viel Zeit, dass wir... Doch, für eine prominente Kundschaft muss man immer Zeit haben. Sehen Sie? Das ist ein Chef, ein Junge. Herr Günzler, schicken Sie mir die Zweitschrift von der Rechnung Linek herauf. Gnädige Frau, wann haben Sie denn die Couch bei uns gekauft? Bitte im März, am 17. oder 18. Aber bitte bemühen Sie sich doch nicht so, Herr Juniorchef. Doch selbstverständlich. Herr Günzler, das ist eine Rechnung um den 17. März herum. Ja, ins Chefzimmer, bitte. Gut, danke. Übrigens, die Rechnung ist natürlich bezahlt. Im Bar, selbstverständlich. Ja. Okay, bitte immer, wann ich muss. Du kannst daran. Ich habe keinen Augenblick daran gezweifelt, dass die Rechnung nicht beglichen wäre. Na sehen Sie, Ihr Sohn behandelt dann nicht so, als ob man auf der Wassersuppe dahergeschwommen wäre. Das habe ich weder getan noch beabsichtigt. Aber wenn wir für jede Beschwerde so viel Zeit aufwenden würden... Machen Sie keinen Bofel, dann werden keine Beschwerden kommen. Ja, da haben Sie nicht Unrecht, Frau Linek. Aber Sie müssen meinen Vater auch verstehen. Er hat die ganze Verantwortung von diesem Riesenbetrieb. Fertigung, Verkauf, nicht wahr? Er hat doch Sie an seiner Seite. Das muss doch eine große Erleichterung sein. Sie sind tüchtig. Danke. Aber trotzdem... Ohne ihn ging's nicht. Ich könnte ohne ihn auskommen. Bitte, der Herr Künzler. Ja, das ist für mich. Dankeschön. So, jetzt werden wir gleich schauen, Frau Linek. Aha. Ja, das sieht aber ganz anders aus. Die Couch, die Sie bei uns gekauft haben, die ist nicht von uns, also erzeugt, sondern importiert. Was importiert's denn so ein Bofe? Ja, weil es die Leute verlangen. Sie haben sie auch gekauft. Ja, weil man's der Verkäufer eingeredet hat. Wer war denn der Verkäufer? Der Bandl. Naja, gut, der ist ja schon lange nicht mehr bei uns. Also, Frau Linek, die Couch, die hätte ich Ihnen auch gar nicht empfohlen. Nein, ich hätte gesagt, Sie nehmen die Gloria Eden Doppelcouch. Die erzeugen wir. Die ist allerdings ein bisschen teurer. Aber Geld spielt doch keine Rolle. Ja, eben, bei Ihnen. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie nehmen die Gloria Eden Doppelcouch und wir nehmen Ihre zum vollen Preis zurück. Ja, das geht doch nicht. Ich bin doch schon monatelang drauf gelegen und mein Mann auch. Und der hat 118 Kilo. Aber selbst wenn er 150 hätte, nehmen wir was zurück. Bitte, seid so gut. Ja, ich meine, wenn das geht. Schauen Sie mich an. Da steht der Juniorchef und der solche Geschäfte macht, welche nicht daran hindern. Passen Sie auf, Sie haben da vorhin von einer Bibliothekswand was gesagt. Ja, das ist unsere Spezialität. Ah, ja. Interessiert Sie das? Ja. Und dann rufe ich sofort unten an in der Abteilung. Ich schaue immer, wann ich gerade... Wenn ich nämlich so eine Bibliothekswand habe, dann könnte ich den alten Kasten von der Großmutter, wo die Bücher drin sind, rausschmeißen. Nein, der Kasten ist von der Großmutter, aber die Bücher haben wir gekauft. En gros, die ganze Literatur. Herr Münzer? Wir haben eine sehr liebe Kundin hier bei uns. Ich schicke sie zu Ihnen runter, zeigen Sie doch eine Cluedo-Couch und die Bibliothekswand. Ja, und einen Kasten, aber bitte einen großen, so 2 bis 3 Meter. So kaukasisch Nutz. Ja, das sagen Sie dann am besten dem Herrn Münzer selber, nicht? Also ich schicke sie zu Ihnen, gell? Kümmern Sie sich. Gut, ja. So, also Sie haben gehört, Münzer heißt, der wird sich um Sie bemühen. Sehen Sie, jetzt machen Sie noch durch die Tüchtigkeit von Ihrem Sohn ein Batzengeschäft. Sehr erfreulich, aber ich habe schon Batzengeschäfte gemacht, aber der noch nicht einmal auf der Welt. Sie, dem sein Sohn möchte ich nicht sein. Ja, ich habe ihn auch nicht ausgesucht, aber der hat halt einen besonders schlechten Tag. Da haben Sie es nicht leicht, was? Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, Sie kennenzulernen und ich werde Sie weiterempfehlen. Danke. Christian, mir gefallen. Und wegen Ihrer Couch, der Umtausch, der geht automatisch. Ja. Ich habe ja alle Unterlagen. Ja. Dankeschön, sehr lieb, sehr tüchtig. Mein Gott, es muss ein Glück sein, seinen tüchtigen Sohn zu haben. Ich habe ja nur eine Tochter. Und stellen Sie sich vor, die studiert. Na? Was sagst du? Primitiv. Lass dich von dir einwickeln wie ein Landbrot. Warst du wirklich einmal bei dir in der Bäckerei? Sehr unwahrscheinlich, dass ich jemals dort war. Ich muss sagen, du lügst mit einer Leichtigkeit. Habe ich von dir gelernt. Aber immerhin, eine Bibliothekswand, einen großen Schrank einer unzufriedenen Kundin zu verkaufen, das soll mir erst einmal einer nachmachen. Zum Beispiel ich. Zum Beispiel du. Abend, die Damen, Schlafwagen, bitte. Ah, da sind wir, da ist mein Schlafwagen nach Frankfurt. Da habe ich nichts davon. Ich stehe mit meinem Wagen vor dem Bahnhof im Halteverbot. Das habe ich Ihnen nicht angeschafft. Schauen Sie, dass ein Gepäcksträger kriegt. Ja, das ist leicht gesagt.
Naja, also ich muss schauen, dass ich meinen Schlafwagenplatz kriege. Er legt sich schlafen und ich stehe ihm heute verboten. Guten Abend. Bitte, Haslinger. Nummer 14, Single. Nummer 14. Haslinger, stimmt. Ja. Haben Sie Gepäck, Herr Haslinger? Ja, ich weiß nicht. Guten Abend, Herr Haslinger. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte, aber haben Sie vielleicht zufällig meinen Mann gesehen? Ja, bitte, ich weiß nicht, nehmen wir. Ja, er hat mich heute Nachmittag angerufen und gesagt, dass wir Melde noch Wasser fahren. Er hat halt geschäftlich zu tun. Aha, geschäftlich. Mhm. Ja, ich nehme an, dass Sie darüber sicherlich mehr wissen als ich. Ja. Aber wo er nur sein kann. Ja, darüber müssen eigentlich Sie mehr wissen als ich. Ne? Ich werde mal nach vorne schauen. Vielleicht ist da ein direkter Waggon nach Passau. Ja, bei der Bundesbahn ist alles möglich. Vielleicht sitzt er schon in einem Abteil oder er sucht einen Gepäcksträger. Das wird sein Gepäcksträger suchen, das ist hierzulande Nationalspur. Also, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, gute Reise. Gute Reise, meine Frau. Und da, wer ist die? Bitte, das sind die Fahrkarten, hoffentlich. Na? Ja. Herr Schaffner? Ja, bitte. Gehen, sagen Sie mal, wie lange haben wir denn noch? Noch mindestens 5 Minuten. Ja. Brauchen Sie noch irgendetwas? Na, nur Zeitungen. Wir haben, zu trinken kriege ich ja dann bei Ihnen Wasser, Mineralwasser. Ja, aber selbstverständlich. Ja. Herr Haslinger, stellen Sie sich vor, ein dummes Missverständnis. Ja. Ich habe meinen Mann nicht gefunden und rufe zu Hause an. Und was glauben Sie, war? Er war zu Hause auch nicht, ne? Aber ja, er hat gemeint, wir fahren morgen Vormittag um 11 und nicht heute Nacht. Da fahre ich natürlich gleich nach Haus. Ja, das ist eine gute Idee. Aber bevor Sie nach Haus fahren, ne, Frau, bitte, ich weiß ganz genau, dass ich Sie kenne. Ich weiß nur nicht, wer Sie sind. Ach, deswegen haben Sie mich vorhin so blöd angeschaut. Das haben Sie gesagt. Ich bin die Frau Mölzer. Frau Mölzer, natürlich, dass ich das vergessen habe. So eine hübsche, nette Dame. Ist schon gut. Na, Sie haben mich auch nur einmal gesehen. Hoffentlich erkennen Sie mich das nächste Mal. Hoffentlich. Das heißt bestimmt, natürlich. Bestimmt. Also dann nochmals gute Fahrt und gute Nacht, Herr Haslinger. Ja, danke, Christian. Wiedersehen. Wieder schöne Grüße, ja? Danke. Weit und breit kein Gepäcksträger. Was haben Sie da drin? Steine? Kennst du uns in den Examenparanzüge? Was kriegst du denn? 45 Schilling. Das macht die Taxe mit dem Gepäckszuschlag ohne das Traum. Ja, ja. Schon in Ordnung. Also sagen wir 55, da haben 60, ja? 60? Da kriegen Sie also noch 5 Schilling zurück. Ja, so habe ich mir es auch ausgerechnet. Also da habe ich einmal. Hoppla. Ja. Da habe ich einmal 2 Schilling. So, Schilling. So. Da habe ich noch einen. Noch einen. Mit dem Ding. Na, warum suchst du es nicht im Schuh? Vielleicht haben sie da gehört. Ah, ich weiß nicht. Ja, da ist noch einer, aber das ist das Äußerste. Ja, ist gut, habe ich die Ehre. Gute Reise, mein Herr. Ja. Herzlichen Dank. So. Jetzt kommen sie her, die Herren Gepäcksträger, wenn man keinen mehr braucht. Ja, guten Abend, Herr Haslinger. Ja, guten Abend. Ach, Sie sind das? Was machen Sie denn Sie da? Na ja, mein Gott, was soll man auf dem Bahnhof schon machen? Ich fahre nach Frankfurt geschäftlich zur Messe. Na, das höre ich auch. Ja, wir bleiben aber nur morgen dort und dann fahren wir abends weiter nach Hamburg. Aber gehen Sie, ist aber schade. Hm? Ja, es tut mir auch leid. Morgen Nachmittag haben wir Modenschau im Kaiserhof und dann fahren wir weiter. Hm. Ich hätte mir Frankfurt gerne ein bisschen angeschaut, ich kenne es nämlich nicht. Ach so? Na bitte, ich stelle mich gern zur Verfügung als Cicerone. Als was bitte? Als Fremdenführer meine ich. Ich meine, wenn Sie nach der Modenschau Zeit haben. Ne? Das schon. Ja. So bitte, ich zahle die Zeitung. Ne? Ja. Übrigens, gestern Abend in der Rio-Bar, Sie erinnern sich doch? Ja, dunkel, an was soll ich mit denen erinnern? Eigentlich sind wir zwei nämlich per Du. Was, wir zwei? Sie haben unbedingt darauf bestanden, dass wir Bruderschaft miteinander trinken. Na sehr, was muss ich an Sitzen gehabt haben? Ich meine, dass ich mich nicht daran erinnere, ne? Ja, Sie waren ziemlich beschwipst. Ja, du warst. Na, ich doch nicht Sie. Ja, du sollst du zu mir sagen, wir haben schon Bruderschaft gehabt. Eie, kommt einer aus meinem Büro. Ja, da will ich da nicht länger stören. Wir sehen uns ja morgen früh, nicht? Ja. Herr Gutmann, hier bin ich, ja? Was ist denn? Guten Tag, Herr Chef. Ja? Sie haben mir aufgetragen, dass ich Ihnen bei unserem nächsten Zusammentreffen etwas Angenehmes sagen soll. Ja. Bitte, der Prüfer vom Finanzamt kommt nicht. Was? Er hat sich auf dem Weg zu uns das Bein gebrochen. Nein. Ja. Sie müssen eins sagen. Ja, also wiedersehen, Chef. Gute Reise. Bravo, Chris. Wunderbar.
Traumhaft. Einmal... Nein, nein, einmal habe ich fast daneben gegriffen und einmal wirklich. C statt Cis. Ein winziger Konzentrationsfehler. Im Konzert passiert sowas nie. Ja, besonders, wenn man keines mehr gibt. Denk dir, Fredi, seit unserer Verlobung kommen tagtäglich neue Verträge für Konzerte an uns heran. Zuletzt aus den USA für ein volles Jahr. Das ist ja toll. Mit Optionen auf ein weiteres. Sondern wird immer toller. Aber alles absagen. Seit Wochen tue ich nichts anderes. Und damit ist meine Rolle als Manager zu Ende. Bleibt nur mehr der Onkel und der empfiehlt sich jetzt. Und darauf wartet ihr ja schon, ihr verliebtes Paar. Aber nein, ich habe es wie jede Braut sehr gerne, wenn ein Dritter dabei ist. Glaub mir, zu zweit ist es noch viel netter. Damit küss die Hand, Servus, adieu, ich bin schon draußen. Spiel noch etwas, Chris. Was denn? Oh, irgendetwas. Am besten etwas Zweihändiges. Das ist nämlich eine eigentümliche Angewohnheit. Immer, wenn man dich küssen will, dann kommen die Hände dazwischen. Wenn du aber spielst, ich meine zweihändig, dann können ja die Hände gar nicht. Rosi, mein Weibel, bist du da? Ja. Sami, mein Sohn, bist du da? Ja. Rosi, mein Töchterl, bist du da? Ja. Da fährt der Sterbende hoch. Zum Teufel mit euch, wer ist im Geschäft? Ist das gut? Blendet, Sie erzählen das blendet, Herr Rektor. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ja, lieber Freund, der Kurz wird euch fehlen mit seinen Witzen. Ja, wieso, ist es denn schon soweit? Ja, es ist soweit. Vor 14 Tagen war ich in Frankfurt und habe mit deutschen und amerikanischen Bankiers verhandelt. Natürlich auch mit Holländer und Sohn, die hier einsteigen. In Zukunft wird die Bank Kurz Holländer und Sohn heißen, wobei mein Name nun mehr als Name aufscheinen wird. Ich selbst. Apropos Frankfurt, was ist mit Ihrem Vater? Ja, der lässt sich entschuldigen, er ist jetzt so überanstrengt. Aha, mit seinem Puppel vielleicht? Wie kommen Sie darauf? Na, nichts für ungut, aber wie ich vor 14 Tagen in Frankfurt war, da habe ich ihn im Kaiserstübel gesehen, mit einem recht hübschen, jungen Mädel. Ich sage Ihnen, die waren so in ein Gespräch vertieft, dass sie mich nicht einmal gesehen haben. Ach, na ja, es war vielleicht nur eine Zufallsbekanntschaft. Nein, nein, den Eindruck habe ich nicht gehabt. Also bitte, das Mädel oder die junge Frau hat mir einen recht netten Eindruck gemacht. War viel zu jung für einen Vater. Also, dass er mir davon nichts erzählt hat? Vielleicht nur ein Frankfurter Messeflirt, Ja, ich weiß nicht. Also, in den letzten zwei Wochen kommt er sehr spät heim. Auch im Geschäft, Lachs. Ja, kann man einmal vornehmen, den Jüngling. Ja, aber bitte sagen Sie ihm nicht, dass ich Ihnen was erzählt habe. Wir sind doch schließlich so alte Bekannte, dass ich mir gelegentlich eine kleine private Bemerkung gestatten darf, nicht wahr? Aber selbstverständlich. Apropos privat, kennen Sie den? Sagt die Gattin zum Gatten, du, ich habe heute selber gekocht und leider ist mir das Essen angebrannt. Die Köchin hat gemeint, ein Kuss wird dich versöhnen. Sagt der Gatte, schick die Köchin herein, ich gebe ihr einen. Was ist denn? Hast du am Ende jetzt geschlafen? Aber nein, ich hab nachgedacht. Also so etwas. Schlaft am helllichten Tag hinter dem Schreiben. Also wenn ich das schon sage! Deswegen musst du mich nicht gleich auffressen. Nein, weil ich das nicht leiden kann. Ich sitze hier, anstatt dich um 11 Uhr wie verabredet in der Bank mit dem Kurz zu treffen. Und das habe ich heute vergessen. Ja, genauso wie du vergessen hast, dass gestern früh der Melchior aus Graz kommt, Nachmittag aus den Hollerbeck 2 Stunden warten lassen und nur deswegen, weil du nach dem Mittagessen nicht mehr ins Büro kommst. Na und, geht dich das was an? Ja. Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Ja gut, das ist alles in Ordnung, aber in letzter Zeit, bist du... Ja, du bist noch nie zu spät gekommen zu einer Verabredung. Aber bei dir spielt das keine Rolle, gell? Nur bei mir, da wird darüber geredet, da wird ein Geseres gemacht. Ich muss weggehen überhaupt, hier wird eine Verabredung. Ich komme auch nicht zum Mittag hierher, ich esse auswärts. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ins Büro komme. Du, Freddy, bist du heute Abend zu Hause? Nein, ich bin mit der Chris verabredet. Warum? Nix, lass dich nicht aufhalten. Servus. Ja. Servus. Guten Abend, Chris. Oh, pardon. Chris ist nicht da. Guten Abend, Herr Haslinger. Guten Abend.
Sie lässt sich entschuldigen. Sie hat ein paar Mal versucht, sie zu erreichen, aber es war nicht möglich. Ja, es tut mir leid. Ich habe Nachmittagssitzungen gehabt in der Kammer, im Verband. Ja, ja, sie musste aber. Ich weiß nicht, ob Sie sich von der Verlobungsfeier her noch an Ihren alten Onkel Matthias erinnern. Nein, nicht im geringsten. Ah, sehr, sehr alter Onkel. Und der ist plötzlich schwer erkrankt und da musste sie hin. Ach so, ja, und wie lange? Sie wird dort übernachten. Ja, sie wollte auch Tante Mathilde nicht allein lassen. Ja, sie hat schließlich den beiden sehr viel zu verdanken. Nein, nein, ich verstehe. Entschuldigen Sie. Lieber Freund, deshalb müssen Sie nicht gar so enttäuscht sein. Ihr seid ja noch jung, ihr werdet noch viele Abende gemeinsam verbringen. Einmal einen Abend allein zu Hause, ist ja auch ganz nett, nicht wahr? Ja, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Was ist denn? Guten Abend. Guten Abend. Also, Ihr Papa. Ja, was ist, was haben Sie denn? Ihr Papa, er hat mir zwei Gläser Wein, hat er mir verehrt. Papa, ja. Ich meine, tut ein. Guten Abend. Oh Gott, bin ich erschrocken. Wo ist denn? Ach, ja. Ja, was machst du denn hier? Ich? Ich wohne hier. Natürlich. Aber dein Papa hat gesagt, du... Also, dein Papa hat nicht gedacht, dass du... Dass du das bist, darauf wäre ich nicht gekommen. Wir haben uns zufällig getroffen. Ich weiß, in Frankfurt. Wir waren nur Mittagessen miteinander. Aber in Wien wart ihr auch abends gelegentlich weg. Na und, hast du was dagegen? Nein, nein, steht mir auch gar nicht zu. Nur, dass er mir gegenüber nichts erwähnt hat, das verwundert mich ein bisschen. Da gibt's nichts zum Erwähnen, Fred. Ich weiß nicht, was du denkst. Naja, was jeder denken würde. Es stimmt aber nicht. Der Eddie... Ja? Also, dein Papa und ich... So, mein Schatz. Ja, der Fredi. Ja, was machst denn du da? Das hat mich schon die Mary gefragt. Ich wohne hier. Ja, ja. Aber heute? Heute auch. Weil die Chris musste zum kranken Verwandten und deshalb, bitte außer ich störe euch. Was willst du uns denn stören? Na, bin ich nicht so sicher. Ich bin heute zum ersten Mal hier, ob du das glaubst oder nicht. Ja, auf ein Glas Wein. Du trinkst ja mit uns ein Glas Wein, ne? Ja, bitte. Hol ihn gleich. Habe ihn schon eingekühlt in der Küche. Bin gleich wieder da. Ich habe ihn sehr gern, den Eddie, aber nicht so. Ja, ich will das gar nicht wissen. Ich möchte nur nicht, dass er unglücklich wird. Verstehst du das? Ja, ich will das auch nicht. Aber er sagt, er ist zufrieden, wenn er mich um sich hat und wenn er mich verwöhnen kann. Er ist so ein guter Kerl. Kaum zu glauben, dass es sowas gibt. Ja, es ist kaum zu glauben, dass es sowas gibt. So, Kinder, jetzt wollen wir einmal richtig feiern. Sie werden verstehen, dass wir... In erster Linie mein Vater. Zunächst einmal Ordnung in die Bank bringen wollen, unter besonderer Berücksichtigung der alten Geschäftsverbindungen. Naja, der Direktor Kurz hat doch sicher sehr gute und treue Kunden. Naja, da gibt's Ressourcen, die uns nicht ganz passend erscheinen. Inwiefern? Nun, mein Vater meint, dass gewissen Kunden praktisch Geschenke gemacht wurden. Ach so. Und hier, Herr Vater? Sie müssen meinen Vater gütigst entschuldigen, er hat so immens viel zu tun. Aber da Ihr Herr Papa ja auch nicht da ist. Er hat leider auch immens viel zu tun, das werden Sie verstehen. Außerdem haben wir gedacht, dass diese Verabredung eher eine formelle Angelegenheit ist. Nicht ganz, mein lieber Herr Haslinger. Ach. Naja, die Firma Haslinger und Sohn ist eben auch eine Firma, der liebe Direktor Kurz ein wenig zu sehr entgegengekommen ist. Was immer seine Motive gewesen sein mögen. Aber ein Jahreskredit... Von über 1 Million zu 8,5%. Das ist ja geradezu ein Witz. Bitte, der Direktor Kurz hat Witze sehr gerne gehabt, obwohl ich hier nichts komisch finde. Aber ich sage dann gleich, dass wir nicht daran denken, im nächsten Jahr mehr zu bezahlen. Naja, das nächste Jahr lassen wir es einmal herankommen. Was aber den Zwischenkredit von 2,5 Millionen betrifft und für den Sie auch 8,5% bezahlen, also dafür hat mein Vater den Ausdruck kriminell gebraucht. Ja, bitte nichts für ungut. Aber bei diesem Prozentsatz arbeitet die Bank praktisch umsonst. Erstens stimmt das nicht und zweitens, wir haben Schwierigkeiten gehabt. Mit Überstunden, Holzlieferungen. Ja, aber Herr Haslinger, das interessiert uns doch nicht.
Mein Vater hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihnen diesen Kredit per sofort kündigen. Was? Ja, das können Sie ja nicht machen. Das können wir. Lesen Sie nur die Vereinbarung mit der Bank nochmals durch. Wir müssen uns nur mit den von Ihnen gebotenen Sicherheiten nicht einverstanden erklären. Ja, also entschuldigen Sie, wir haben doch mit dem Direktor Kurz... Direktor Kurz hat sogenannte Goodwill-Sicherungen akzeptiert. Mein Vater und ich sehen gar keine Veranlassung, das auch zu tun. Wir sind aber bereit, sofort morgen den Kredit zu erneuern. Allerdings zu einem Zinsfuß von 12,5%. Also, das ist ja ungeheuerlich. Sie können sich ja mit Ihrem Herrn Papa besprechen. Es ist jetzt 14:10 Uhr. Also ich bin gern bereit, bis morgen 14 Uhr zuzuwarten. Sie setzen mir also das Messer an den Hals? Ja, so würde ich es nicht auffassen. Wie denn? Na, gut, ich spreche mit meinem Vater. Natürlich tut sie das in aller Ruhe. Ich halte mich immer daran, was mein Vater sagt und bin bisher dabei sehr gut gefahren. Ja, adieu. Bemühen Sie sich nicht. Ja, bitte? Der nächste, Herr, bitte. Ja, Herr Beck und Herr Colloredo. Ach, das sind zwei. Ja, ich lasse bitten. Na, was war? Okay, Papa, lass mich doch jetzt in Ruhe. Ich werde schon alles erzählen, am Abend oder morgen. Aber sei doch nicht so ungeduldig. Man wird doch noch fragen dürfen. Aber doch nicht in der Geschäftszeit, Papa. Bitte geh jetzt hinein und lies deine Zeitungen. Es werden gleich zwei, ne? Na, komm, bitte. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ja, herein. Guten Tag. Guten Tag, meine Herren. Mein Name ist Holländer. Welcher? Colloredo. Mein Papa lässt sich entschuldigen, er ist so sehr mit der Neuorganisation der Bank beschäftigt. Bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Ich marschiere mit heute Nacht durch die Grinsing. Du bist da. Ja? Und entschuldigt, wenn ich euch störe. Nein, nein, wir kommen vom Heurigen aus Gumpoldskirchen. Ja, wie im Taxi. Hat sich nicht mehr getraut zu chauffieren. Sein Wagen steht noch in Gumpoldskirchen. Den lasse ich dann morgen holen. Ja, das ist jetzt egal. Ich muss mit dir dringend sprechen. Geschäftlich natürlich. Natürlich. Das ist unnatürlich jetzt, mitten in der Nacht. Ich habe leider meinen Vater den ganzen Tag nicht zu Gesicht bekommen. Ja, das war nämlich so. Also ich habe der Mary schon lang versprochen gehabt, dass wir auf den Semmering fahren. Und heute waren wir endlich oben. Hast du was dagegen? Nein, gar nicht. Nur weil mir gewissermaßen Vorwürfe macht, dass ich euch mitten in der Nacht störe. Uns kann keiner in der Nacht stören. Und jeder. Egal, wie du das auffasst. Wir wollten nur noch einen Kaffee trinken. Ja, ja, ist schon gut. Weil er so schaut. Schauen wird man ja dürfen, oder? Ja, ist vielleicht im Geschäft was Besonderes passiert? Ja. Leider Verschiedenes. Die neuen Leute im Bankhaus Kurz haben uns den Zwischenkredit per sofort gekündigt und verlangen jetzt 12,5%. Du weißt, was das bedeutet. Ja, fürchterlich. Noch was? Mhm. Die Arbeiter weigern sich jetzt endgültig, mehr als 2 Überstunden zu machen, bitte. Ich habe dazu keine Stellung bezogen. Das kann ich auch gar nicht, wenn du nicht da bist. Jetzt hör schon einmal auf damit. Weil ich einmal einen Tag nicht im Geschäft bin, bist du schließlich sozusagen mein gleichberechtigter Kompagnon. Stimmt, und das gibt mir das Recht, dir zu sagen, dass es so nicht weitergehen kann. Jeden Tag kommst du verschlafen, verkatert ins Büro, vergisst die wichtigsten Dinge, hältst Termine nicht ein. Ah, da bin ich wohl daran schuld. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht, das kommt nämlich auf dasselbe heraus. Ich habe nicht mit dir gesprochen, sondern mit meinem Vater. Aber gegen mich ist es gegangen. Nur weil wir uns gemeinsam ein bisschen amüsieren. Amüsieren, amüsieren, du kannst dich amüsieren, so viel du willst. Aber mein Vater muss... Willst du ihn vielleicht vorschreiben? Aber reg dich doch nicht auf, Mary. Tut dir so, als wäre ich eine... Aber na, geh Du kannst mich doch nicht so herstellen. Aber sag doch nicht... Überhaupt, ich gehe jetzt nach Hause. Nein, bleib da, bitte. Bitte bestell mir ein Taxi. Bitte, bitte. Schönen Abend bereitet sie mir, ihr zwei. Ich habe nicht angefangen. Ich habe nur gesagt, dass mein Vater... Wie du mich behandelst, das allein genügt schon. Ich komm doch nicht hierher. Ja, aber komm hierher, bleibe hier. Ich ziehe nämlich aus und zwar sofort. Gute Nacht allseits. Ja, bitte. Hast du sowas schon erlebt? Das macht er nicht. Macht er nicht. Das möchte ich auf keinen Fall, dass ich an einem Streit zwischen euch schuld bin. Nein, nein, wir sind beide nervös. Bitte sprich doch mit ihm und wenn es wegen mir ist... Nein, wir streiten eh so viel im Geschäft. Du, der Taxi wird schon da sein, ich bring dich herum. Nein, du kümmer dich jetzt bitte um den Freddy. Du versöhnst dich doch mit ihm. Ja, ja, selbstverständlich. Komm, komm. Ist doch nicht dein Ernst. Doch, doch. Ich
Zieh ins Parkhotel, ist besser so. Sieh so lange dorthin, bis wir heiraten. Ich meine, Chris und ich. Du kannst ja machen, was du willst. Und wenn du mir was zu sagen hast, kannst du es mir im Geschäft sagen, falls du dort erscheinst. Das ist eine Frechheit. Ich erscheine im Geschäft, tagtäglich. Seit meinem 16. Lebensjahr, jeden Tag war ich im Geschäft. Letzte Woche zwei Tage nicht im Geschäft, ja? Zwei ganze Tage und diese Woche zwei Vormittage und heute den ganzen Tag. Bitte, dass du es nur weißt. Ich habe nie etwas im Geschäft versäumt. Außer heute, und das war ein besonderer Fall. Aber wenn ich im Geschäft war, dann hast du ein Gesicht gemacht, dass ich froh war, wenn ich wieder weg war. Ja, bei der Mary. Jawohl, bei der Mary. Und ich verbiete dir etwas gegen sie zu sagen oder mich zu bevormunden. Das verbiete ich dir und mir. Ich habe nie ein Wort gesagt. Aber du mutest dir einfach zu viel zu. In welcher Beziehung? In jeder Beziehung. Aber bitte, wenn es dich glücklich macht, tu, was du willst. Nur wenn du mir was zu sagen hast, sag's mir jetzt, denn mein Koffer ist gepackt. Freddy, wir wollen doch nicht streiten. Nein, will ich auch nicht. Also ich jedenfalls nicht, sonst würde ich ja nicht ausziehen. Hm? Also bitte, zieh aus, wenn du so ein Dickschädel bist. Dickschädel? Ja, von wem habe ich denn den Dickschädel? Von dir! Und das ist egal, wer was von wem hat. Oh, na, das ist nicht egal. Diese Krawatte zum Beispiel, die hast du mir. Ja, ja, bitte, ich schenke sie dir, die passt gar nicht zu dir. Stop. Nein, das finde ich unmöglich. Die ist sogar für mich zu jugendlich. Nach der Konferenz fahre ich dann gleich nach Brunn. Ja, ja, natürlich. Das wird ja nicht so lang dauern. Guten Morgen. Servus, Freddy. Ich... Entschuldigen Sie bitte, wenn ich zu spät bin, aber es ist eine Katastrophe eingetreten. Ja, ja, wie immer. Nehmen wir Platz, meine Herren. Lassen Sie sich Zeit, Herr Gutmann, kommen, setzen Sie sich. Ja, nee, da gar keine Aufregung. Ja, ja, ja. Bitte schön, mein Herr. So, also, na. Wie Sie wissen, ist schon längst bei uns eine Betriebsprüfung vom Finanzamt fällig. Und ausgerechnet heute ist ein Prüfer gekommen. Ein gewisser Herr Kaulecker. Ja, ein furchtbarer Mensch. Ja, zumindest als Erscheinung. Deprimierend. Er sieht einen ununterbrochen an, wie wenn man ein Verbrechen begangen hätte. Na, das kann ja nett werden. Und teuer. Was wiegt das Herz, nicht? Und dass er keine Schönheit ist. Also, wieder schön sind wir alle nicht, ne? Ja, oder? Ja, Sie mit der Schnecke. Ja, ja, also, meine Herren, bitte. Ja. Meine Herren, ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass uns das Bankhaus Kurz, respektive die neuen Chefs dieses Bankhauses, unseren Zwischenkredit gekündigt haben und für einen neuen 12,5% verlangen. Das ist ja niederträchtig. Ja, ich habe deshalb beschlossen, ich verhandle mit denen gar nicht mehr. Entschuldige, ich bin ein bisschen eigenmächtig vorgegangen. Bitte. Ich bin heute früh zur Kreditbank, zum Direktor Kohl und habe mit dem einen Zwischenkredit auf 2,5 Millionen ausgehandelt. Zinsfuß 10%, bitte, das ist mehr, als wir gewöhnt sind, aber wir werden nie und nirgends mehr so billiges Geld kriegen wie vom Kurz, leider. Leider, ja. Aber wahr. Also bin ich mit der Lösung einverstanden. Ja, na danke. Ich bin natürlich auch mit dieser Lösung einverstanden. Wie Sie wissen... Wie ich weiß, haben Sie irgendwo einen Betriebsprüfer sitzen, also kümmern Sie sich um den bitte, ja? Ja, natürlich. Ich werde ihn Ihnen bei der nächsten Gelegenheit vorstellen. Ja, das wird ein Riesenspaß sein, aber jetzt bitte. Ja. Ich bin schon draußen. Ja, meine Herren, jetzt kommen wir zu der leidigen Überstundenfrage. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Das sollte mich freuen, Herr Chef. Ja. Ich bin heute sehr früh auf gewesen und habe die Nachrichten gehört und da war die Rede von einem Brandunglück in der Steiermark. Ja, das habe ich auch gehört. Ja. Irgendeine Fabrik, ne? Ja, eine Möbelfabrik und der Besitzer heißt Glumeier. Er sagt, er kennt mich, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe ihn nämlich heute angerufen, weißt du? Ach so? Ja. Ach, du glaubst, wir könnten da... Was bitte? Ja, naja, also passen Sie auf. Ich habe mit diesem Glumeier ausgemacht, dass wir, solange seine Fabrik nicht arbeitsfähig ist, das ist circa 6 Monate, dass wir also seine Arbeitskräfte
übernehmen. Die Leute kommen auf unsere Kosten hierher, werden hier untergebracht, auf unsere Kosten natürlich, kriegen ihren normalen Lohn und was da so an Zuschlägen anfällt. Nicht, die haben das so über den Daumen gepeilt ausgerechnet, das macht gar nicht viel mehr aus, als die Überstunden ausgemacht hätten, die unsere Leute ja sowieso nicht machen wollen. Das ist ja großartig. Sehr tüchtig, Papa. Ja, ist absolut eine Lösung. Ja gut, Schwierigkeiten wird es natürlich geben, aber die gibt's ja immer. Oh je, schon so spät. Ich muss jetzt leider nach Brunn. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Sie auch nicht, Herr Nicola. Also dann, Wiederschauen. Wiedersehen. Und, Herr Chef, die zwei Überstunden bleiben also? Ja, ich glaube schon. Was meinst du, Friede? Ja, die Termine drängen, ja. Ja, natürlich. Ja. Empfehle mich mal. Wiedersehen. Friede. Ja. Na, wie wohnt man denn so im Parkhotel? Gut. Hm? Ich meine, soweit man das nach einer Nacht beurteilen kann. Ne, ich habe mir nämlich gedacht. Ja? Ja, was ist denn herein? So, hier bitte. Das ist der Herr Kaulecker, Betriebsprüfer beim Finanzamt. Das sind die Herren Haslinger Senior und Junior. Guten Tag. Guten Tag, meine Herren. Herr Gutmann hat es für nötig befunden, mich mit Ihnen bekannt zu machen. Sehr angenehm. Sie werden sehen, hier ist alles in schönster Ordnung. Das wäre angenehm, aber überraschend. Sie sind der Junior? So ist es. Ja, ich hoffe, ich bin nächste Woche fertig. Gestatten Sie also, dass ich mich gleich wieder an die Arbeit begebe. Ja, kommen Sie her. Kommen Sie. Ja, ja. Ja, kommen Sie. Na, jetzt weiß ich wenigstens, wie ein Verbrecher zumute sein muss, wenn ihm der Untersuchungsrichter anschaut. Ein deprimierender Mensch ist das, was? Ja, wovon haben wir denn geredet? Vom Parkhotel. Ja, ich wollte dich ja... Oh Gott, nochmal, was ist denn das jetzt wieder? Ja, was ist denn? Ach, du bist es ja, Mary. Nein, ich hab dich nicht vergessen. Nein, ich hab nur keine Zeit gehabt, ich hab nicht anrufen können. Na schau, Marylein, ja, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Aber nein, Haslinger. Alfred Haslinger. Ja, aber er wohnt doch schon fast eine Woche hier im Hotel. Ja, dann verbinden Sie mich bitte. In so einem Hotel ist alles so unpersönlich. Ja? Ach so. Danke. Er ist noch nicht da. Das ist doch jetzt nicht mehr so wichtig, nachdem du mich brotlos gemacht hast, indem du dieses Angebot auch nicht annimmst. Ich nehme auf gar keinen Fall an. Ein Jahr ausgeschlossen. Aber ich muss es ihm sagen, ein so ungeheures Angebot, auch in finanzieller Hinsicht, das kann ich nicht absagen, ohne mit ihm vorher gesprochen zu haben. Sind Sie jetzt endgültig fertig? Ja, endgültig. Herr Gutmann, ich bin jetzt über 15 Jahre Betriebsprüfer. Aber so ein Betrieb wie der Ihrige ist mir noch nie vorgekommen. Wieso? So etwas von Ordnung, Genauigkeit und Korrektheit, da kann ich nur sagen, alle Achtung. Es tut mir leid, Chris. Wir haben so viel im Geschäft zu tun. Naja, ich mache mich ein bisschen frisch und komm. Ja, ich komme dann. Es wird vielleicht ein bisschen dauern, aber ich beeile mich. Tschön. Tja, okay. Nehmen Platz. Ich bin beim Portier vorbeigeschlichen. Sie hätten mich vielleicht gar nicht heraufgelassen. Oder du hättest mich nicht empfangen. Jedenfalls nicht hier. Freddy, bitte sei nicht so unfreundlich. Es fällt mir ohnehin schon schwer genug, aber... Ich muss es dir sagen, dem Eddie habe ich es nur schreiben können. Ich habe nicht den Mut gehabt. Ist es aus? Ich fliege heute noch weg. Nach Australien. Ich habe dort einen, ja, du kennst ihn, er war Kellner in der Rio Bar. Der Franzl. Ich kann mich nicht erinnern. Vorige Woche, wie wir den Streit gehabt haben und wie du weg bist von zu Hause, da ist ein Brief von ihm gekommen. Er kann drüben bleiben und einen schönen Posten kriegen als Hoteldirektor und... Er will mich drüben haben und das Geld für den Flug hat er auch geschickt und... Seit einer Woche weißt du das bereits? Ja. Ich habe immer wieder versucht, es zu sagen, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Na und von dem Franzl in Australien, da hast du auch nie ein Wort? Nein. Ja, das war doch nicht so, dass ich deinem Vater gegenüber dazu verpflichtet gewesen wäre. Ah, nein? Ich weiß nicht, was du von mir denkst. Na, denk gar nichts. Ist ja auch egal. Also wie der Franzl weg war, da war ich ziemlich verzweifelt und auf einmal ganz allein. Und da ist dann dein Papa gekommen, ein Kavalier, ein Mann von Welt,
Ein Mensch, den man hat gern haben können. Wie gern? Ja, ich hätte ihn sogar geheiratet, wenn er mich gewollt hätte, aber das hat er dann doch nicht gewollt. Und das andere, das habe ich nicht gewollt. Kannst du mir nicht einreden, dass zwischen dir und meinem Vater nichts, also... Fredi, der Franzl war doch erst ganz kurze Zeit weg und der Edi... Also, ich habe ihn gern gehabt wie einen Vater. Das verstehe ich nicht. Ich meine, warum hat er sich dann mit dir so abgegeben? Er hat doch ein völlig anderes Leben geführt. Weil wir in der gleichen Situation waren. Mich hat der Franzl verlassen und ihn hast du verlassen. Was? Du meinst... Das weiß ich. Und wenn du jetzt zu ihm gehst, jetzt gleich, dann machst du es ihm leichter. Und mir auch, glaub mir, mir auch. Wann hast du denn den Brief geschrieben und wohin? Ich habe ihn heute Nachmittag selbst in die Wohnung gebracht. Jetzt hat er ihn sicher schon. Ja, natürlich musst du sofort zu ihm. Das ist doch selbstverständlich. Danke. Ich habe gewusst, du verstehst das. Ja, ja, aber Freddy, du musst dir noch eine Minute Zeit nehmen. Es ist sehr wichtig für mich, für uns. Ich habe hier ein Angebot aus den USA für ein Jahr. Sie haben gleich den Vertrag geschickt mit einer ungeheuren Garantie und... Ja, aber du machst doch so etwas nicht. Freddy, dein Vater braucht dich doch jetzt mehr als... Ja, aber was... Um Himmels Willen, Chris... Das soll uns zwei doch nicht auseinanderbringen. Aber nicht für immer. Der Vertrag geht nur über ein Jahr. Und ein Jahr ist viel und wenig, Freddy. Und ich nehme ein Jahr Urlaub von dir. Und ja, ich kann das jetzt nicht in einer Minute entscheiden. Eigentlich hat es sich schon im Laufe der letzten Woche entschieden. Ich habe genau gespürt, wie sehr du unter der Trennung von deinem Vater leidest. Aber wir werden das morgen in Ruhe besprechen. Ja, unbedingt. Und jetzt geh, ruf mich an, was los war, ja? Gute Nacht. Gute Nacht. War bei mir. Die Mary. Bei mir nicht. Mir hat sie nur einen Brief geschrieben. Feig, was? Hat's halt nicht übers Herz gebracht. Und schreibt sie auch dann. Und dann schreibt sie, dass sie mich sehr gern gehabt hat. Gern. Nein, bitte. Haben wir ja nie Illusionen gemacht. Wirklich nie, Papa? Weiß nicht. Ich weiß gar nichts, ich weiß nur, dass mir dieser Brief viel näher geht, dass offenbar habe ich sie viel lieber gehabt als ich. Okay, Papa. Daraus hätte doch nie was werden können. Ist ja nichts geworden. Abschied. Was mit dem Koffer? Den? Auch den habe ich nur das... Mal gedacht, vielleicht, ich meine, außer du wirfst mich hinaus. Kann mir gar nicht leisten, dass ich dich hinauswerfe. Dabei kann die gar nicht leiden. Ich dich auch nicht. Mag dich nämlich nicht. Nein, ich dich schon gar nicht. Ekelhafter Kerl. Ein gebildeter Mensch. Mieser Vogel. Du unerträglicher Tyrann.